Hallo, ihr lieben Leute, der Sommer ist da. Und heute war wieder ein heißer Tag und bin auch schon ganz schön am Schwitzen. Und dann dachte ich, jetzt ist Zeit für was Sommerliches, was schön aussieht und auch hoffentlich gut schmeckt. Ich mache heute den Blue Lagoon. Ich habe da zwei Rezepte für einen und denselben Cocktail gefunden und ich probiere heute mal beide. Und dazu brauche ich keinen Shakebecher. Dann nehme ich einfach mein Glas. Und dann habe ich hier mal ein paar Eiswürfel. Dann nehmen wir denn mal drei Eiswürfel da rein. Bisschen großes Glas. Ja. Da sind noch kleine Eiswürfel. Komm. Einen geben wir noch. So, ja, und dann habe ich hier eine Flasche Wodka gekauft. Mal was anderes. Finlandia war diesmal im Angebot. Riecht auch ganz gut. Würde ich sagen, immer mal einen vernünftigen Wodka nehmen und kein Wodka Puschkin oder kein Wodka Gorbatschow. Die haben mal so einen eigenartigen Geschmack bzw. Geruch auch. Dann nehme ich jetzt mal 4CL von. Schön zugemacht. Als nächstes Zitronensaft. Habe ich hier meine Lieblingsmarke Hitchcock. So, da ein Zähler da rein. So, und dann ganz was Feines, Orangenlikör, diesmal in Blau, Bolts Blue Curaçao. Haben wir da 2CL da rein für die schöne Farbe. Ist ja auch ganz was Schönes. So. Und danach einfach mit Sprite auffüllen. Auf meinem Rezept steht 15CL. Das sollten ungefähr jetzt so der Rest sein. Ich zähle jetzt nicht so nach. Bisschen mehr oder weniger. Ist mir auch egal. Ja, und dann ist das schon das erste fertig. Mein Trinker. So. Werde ich das mal probieren. Ja. Schmeckt man eigentlich alles ein bisschen Säure von Zitrone und geht also. Für einen Sommerdrink gar nicht schlecht, wenn er schön kalt ist. Jetzt das nächste. Nächstes Glas. Dann packen wir wieder ein paar Eiswürfel rein. Ein großes Glas kann man mehr Eiswürfel reinpacken. Das heißt, so viel auch nicht. So, 4 Stück. Ja, und jetzt mal die andere Variante. Hier haben wir unseren Havanna Club, oder wie auch immer, Rum. Und da kippen wir auch 4CL rein.
Und jetzt Ananassaft. Achtzehn. Na, ist mir doch was daneben gegangen. Gibt's doch wohl nicht. Dafür gibt es noch einen kleinen Stoß. So. Ja. Und zum Schluss wieder Bols Curaçao. 3 Zähl. Ja, reicht. Mein Trinkhalm. Wo habe ich ihn? Vorher einmal ein bisschen umrühren. So, und jetzt den Curaçao da einfach dazugeben. Ja. Sieht fast ähnlich aus. Von der Farbe her noch vielleicht ein klein bisschen schöner. Können wir mal so nebeneinander halten. Ja, das eine ist ein bisschen grünlicher und das andere ist blau. Probiere ich jetzt mal. Ja. Also mit dem Ananassaft und dem Rum, das ist sowieso was Feines. Also ich würde mir den eher lieber machen als den anderen, aber es ist Geschmackssache. Dann, welcher euer Favorit ist, könnt ihr denn entscheiden. Dann wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut.